Hey, willkommen zurück bei Postal 3, dieses Mal mit einem kleinen Infovideo. Wer die Überschrift gelesen hat, wird wissen, um was es geht, nämlich um ein Update zu Postal. Ist vor 2-3 Tagen auf Steam erschienen, 700 MB circa groß, und bei so einem großen Update könnte man sich ja denken, da wird bestimmt einiges behoben oder etwas eingefügt. Postal 3 kommt ja bei der Fachpresse eher negativ an. 20-30% so im Schnitt. Auch die Community sagt, Postal 3 scheiße, Postal 2 hammergeil. Meine Meinung, ein paar Sachen waren ganz cool, wie zum Beispiel Uwe Boll niederknallen oder die Zwischensequenzen, die sind auch stellenweise eigentlich ganz nett. Der Witz ist auch noch irgendwie vorhanden, aber sind wir mal ganz ehrlich, die Grafik uralt, Spielmechanik uralt, Steuerung miserabel, Sinn in dem Spiel... Postal 3 muss keinen Sinn haben, aber sie haben ihm ja zwangshaft einen Sinn gegeben, indem sie diese Missionen aufgebaut haben, und der ist auch wirklich stellenweise so unnötig dämlich. Also im Großen und Ganzen haben sie das Spiel zerstört. Was das beste Element von Postal 2 war, war ja, dass man in Postal 2 Open World überall rum spazieren konnte. Man konnte Unfug machen, man hatte Waffen und verrückte Upgrades, die man entdecken konnte. Und man hatte auch dieses System, wenn man irgendwas getan hat, was Negatives, dann hat man es auch gespürt durch Polizei, durch die Bevölkerung. Das waren alles die Elemente, die Postal 2 zu einem guten Spiel gemacht haben. Und die Entwickler haben sich gedacht, Postal 3, 8 Jahre Entwicklung für gar nichts. Wie können wir das retten? Und zwar mit einem großen Update. Ich zeige euch das jetzt mal hier. So, Free Roaming heißt das Ganze, also eine offene Karte. Und hier kann man ja die Mission auswählen, gute und böse. Und dieser Bereich, also diese Karte, die gab es schon, bloß war die hier pixelig und man hat hier oben keine Schrift gehabt. Also es war schon alles da, jetzt hat man es halt nachgepatcht. Und in diesem Modus kann man dann in der Stadt Katharsis rumlaufen, Orte besuchen und Dinge umbringen. In diesem Fall wohl Menschen und Katzen, Hunde will ja keiner umbringen. Und ob sich das Ganze lohnt, also ob man jetzt das Spiel nochmal aufwerten kann, das werde ich euch jetzt hier in diesem Video zeigen. Ja, und hier fängt man dann im Free-Roam-Modus an. Im Grunde an derselben Stelle, wo man rausgelassen wird nach der Pornoshop-Mission. Hier steht unser Auto samt Wohnwagen. Wir wollen ja eigentlich nur Geld verdienen, um Benzin uns leisten zu können und dann diesen gottverdammten Ort wieder verlassen, was ja sich als relativ schwierig rausstellt. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, ist diese ganze Stadt eigentlich im Grunde eine große Map, also... aufgespaltet in drei Abschnitten. Das ist Abschnitt 1, dann geht es ja hier unten weiter in den nächsten Abschnitt, wo das Rathaus steht und die Polizeistation und ein paar andere Geschäfte, und dann geht es ja nochmal in diesen Daveland-Abschnitt. Und es war eigentlich so gedacht, dass man daraus das gleiche machen konnte wie Postal 2, also ein Open-World-Spiel, aber irgendwie sind die Entwickler dann darauf gekommen, hey, machen wir doch irgendwas mit Missionen und Minispielen und erzählen die Geschichte mit kleinen Videos, was natürlich total nach hinten losgegangen ist. Denn Postal 2 hatte ja auch im Grunde keine interessante Geschichte, aber diese Möglichkeiten und diese ganzen zufälligen Begebenheiten, die haben halt das Spiel ausgemacht. Wir laufen jetzt hier mal ein bisschen rum, wir haben alle Waffen, also Molotow, Granaten, Raketenwerfer, alles dabei, was auch richtig cool ist, aber großer Haken, wenn ich jetzt hier meine Munition verballert habe, dann bekomme ich keine neue, denn zum Beispiel hier... in diesen Gebäuden, wo man rein kann, wie zum Beispiel dieser Schuppen, da war ja hier, glaube ich, der Baseballschläger und da drüben irgendwo eine Benzinkanne oder hier war irgendwie auch eine Pistole oder so, wo man finden konnte. Das findet man jetzt alles nicht mehr, was ich nicht verstehen kann, wieso etwas rausnehmen, was eigentlich sinnvoll ist. Denn in Postal 2 hat man ja auch alles Mögliche irgendwo gefunden. Da ging man irgendwo in die Kanalisation runter und da waren dann... keine Ahnung, irgendwelche Heilungen, abgedrehte Waffen und weiteres. Das findet man hier alles nicht. Und was auch ziemlich schade ist, hier am Anfang kommt man noch in relativ viele Gebäude rein, wie zum Beispiel jetzt hier diese zwei Wohngebäude oder die Garage. Auch da oben in diese Casa kommt man rein, aber zum Beispiel hier unten in dieses Altenheim, da kommt man nicht rein. Aus irgendeinem Grund, da geht halt dann gar nichts. Oder auch... in die Polizeistation oder den Pornoladen, da kommt man nicht rein. Polizisten gibt es extrem wenig, wie man sieht. Einige Bürger haben halt Pistolen oder Shotguns, das war's dann aber auch schon, also Raketenwerfermunition, nada. Und irgendeine Aufgabe, eine zufällige oder Karma gibt es auch nicht, also keine Missionswahl.
Es ist eigentlich nur nochmal die Karte, wo man dann halt ohne irgendwelche Begrenzung oder Handicaps durchlaufen kann. Die Bürger sind saudämlich und fett. Und Postal 3 sieht auch nicht wirklich gut aus. Also würde ich mal sagen, hat man auch keinen Grund, jetzt hier lange rumzurennen, weil man sieht ja gar nichts. Was soll man denn hier groß machen? Weg mit dir. Ja, sowas kann man machen, was auch lustig ist, wenn mal ein Freund da ist. Aber nach ein paar Minuten hat man das auch satt. Nicht wahr? Oder hier, Catnip findet man auch nicht, also... Gehen wir mal in das nächste Gebiet, denn da möchte ich auch noch etwas zu sagen. Moment, Moment. Tja, was immer du getan hast, du machst es bestimmt nie wieder. Lauf. Oh, die lebt noch. Ach, egal. Ach, der lebt auch noch. Ich habe keine Munition mehr. Glück gehabt. Okay, wir sehen, es wird wieder geladen. Also drei Abschnitte. Einmal jetzt den da drüben, dann jetzt hier das mit der Polizeistation und dem Rathaus und den Geschäften. Und dann halt nochmal diesen kleinen Abschnitt durch Ghetto nach Daveland. Ey. Und weg ist er. Okay, also Munition finden wir keine und hier gibt es jetzt auch Polizisten, aber auch wieder sehr, sehr wenige. Ich frage mich, warum es hier kein, ja, kein GTA-Effekt gibt. Böses wird bestraft oder so, also ein Polizist, zwei und sonst war es das auch. Also mehr habe ich da nicht gefunden und wenn man jetzt hier zum Beispiel viel Terror macht, dann hat es auch keine Auswirkung, dass jetzt irgendwie Soldaten oder sowas kommen. Also alles sehr belanglos. Na gut, ich denke mal, wir sind fertig. Hier kommt man dann halt in den letzten Abschnitt. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt hin. Und was mir halt in diesem Abschnitt aufgefallen ist und auch im letzten, man kommt in gar kein Gebäude. Also wirklich kein einziges. Das hier ist verschlossen, die Polizeistation ist verschlossen. Weil die Entwickler halt wirklich hier nur diese Stadtbereiche freigeben. Und nicht diese einzelnen Bereiche, wie jetzt zum Beispiel die Polizeistation, die war halt dann wirklich ein extra programmiertes Level und da kommt man dann nicht rein, was ja sehr schade ist im Grunde. Und so hat man auch keinen Grund, hier jetzt durch die Gegend zu latschen. Ich meine, es sieht, ja, ich finde, es sieht jetzt nicht schrecklich aus. Also, es gibt Schlimmeres, ja. Ich bin auch kein großer Grafikfetischist, aber ich sehe keinen Grund, hier rumzurennen. Und was ich jetzt irgendwie so auf die Note draufschlagen würde mit diesem Free-Roam-Modus. Sagen wir es mal so. Hätten die von Anfang an den Free-Roam-Modus gemacht, ja, und das gleiche Spiel abgeliefert, hätte ich dem Spiel auch so 40-45% gegeben, ja, der Fanliebe. Aber ich merke halt jetzt keinen Unterschied. Es gibt für mich jetzt keinen Grund zu sagen, endlich Postal 3, Open World, jetzt geht's ab. Na also das ist nicht da. In dem Sinne würde ich auch keine Punkte dazugeben. Was ich natürlich aber wiederum ganz nett finde, ist, dass Entwickler wirklich sagen, wir sponsern jetzt hier so einen großen Patch, denn die meisten, die hauen was raus, sagen, ja, okay, verkackt, Karren in den Sand gefahren, Feierabend, vergessen wir das Spiel, machen was anderes. Hier wird sich wenigstens ein bisschen drum bemüht, was ganz gut ist. Und ich hoffe auch, sie liefern noch den Multiplayer-Modus nach, einfach nur aus Anstand, denn immerhin wurde der ja versprochen. Damit sage ich Tschüss und jeder muss selber wissen, ob er sich Postal 3 kauft. Ich zu meinem Teil würde sagen, haut nochmal Postal 2 auf die Platte, ladet euch Mods und Add-ons runter und dann habt ihr definitiv mehr Spaß.